Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute sprechen wir über das HyperX Cloud 2 Wireless Headset. Und in diesem Test gehen wir auf das Design und die Verarbeitung, den Klang, die Mikrofonierung und die Akkuleistung ein. Also, let's go! Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung des HyperX Cloud 2 Wireless an. Für den Preis von knapp 130 Euro ist eine verbesserte Verarbeitung deutlich sichtbar. Im Vergleich zu anderen Modellen von HyperX, wo hauptsächlich Kunststoff zum Einsatz kommt, macht das Wireless-Modell einen wesentlich hochwertigeren Eindruck. Auch die abnehmbaren Ohrpolster, die mit Memory-Form gefüllt sind, haben einen echt guten Tragekomfort. Die Polsterung hätte da aber trotzdem etwas dicker ausfallen können, denn zum Beispiel am Bügel wird mit der Polsterung gespart. Hier hätte man schon etwas dickeres Material benutzen können. Also wenn man das Headset mehrere Jahre in Verwendung hat, könnte es sein, dass von dieser Polsterung nichts mehr übrig ist. Neben der Verarbeitung ist das Design sehr dezent. Das heißt, dass beim Headset hauptsächlich Schwarz und Rot verwendet worden ist. Dabei ist aber Rot nur beim Bügel und bei den Nähten verwendet worden, um eben die Akzente besser darzustellen. Kommen wir zum Klang. Im HyperX Cloud 2 Wireless ist ein 53 mm großer Treiber mit einem Frequenzgang von 15 bis 20 GHz verbaut. Diese Kombination aus Frequenzbereich und Treiber sorgt für einen guten, klaren Klang über eine Reichweite von bis zu 8 Metern. Dieser Klang kommt aber eher durch zu starke Höhen zustande, was für manche Hörer unangenehm werden könnte. Im Gaming-Bereich sind Höhen zumindest bei leisen Shootern ein extremer Vorteil, da man die kleinsten Geräusche etwas schneller erkennen kann. Zusätzlich bekommt man vom Hersteller eine Software mitgeliefert, womit man eigene Vorlieben per Presets einstellen kann. Aber zusammenfassend kann man einfach sagen, dass das Headset nicht vergleichbar mit hochwertigen High-End-Kopfhörern ist, aber trotzdem einen recht guten Sound für Gaming und Musikhören liefert. Weiter geht's mit der Mikrofonierung. Auch wenn ich das Mikrofon des HyperX Cloud 2 Wireless in meinem persönlichen Gebrauch nicht nutze, muss ich sagen, dass der Klang des Mikrofons okay ist. Wer aber eine bessere Qualität haben möchte, muss auf jeden Fall ein anderes Mikrofon nutzen. Ein großes Problem dabei ist die Limitierung des Funkübertragungsbereiches. Das heißt im Grunde, dass der Frequenzbereich nicht über 6800 Hz hinauskommt und damit eine schlechtere Sprachqualität bietet als ein Mobiltelefon. Zusammenfassend kann man aber sagen, dass das Headset nicht mal den Hauch einer Chance gegen ein kabelgebundenes Headset hat. Kommen wir zur Akkuleistung. Die Laufzeit des Herstellers wird mit knapp 30 Stunden bei mittlerer Lautstärke angegeben. Ich nutze das Headset fast seit einer Woche täglich und habe es bis jetzt nicht einmal neu aufladen müssen. Natürlich spielen dabei Faktoren wie Lautstärke und Inhalte, die gehört werden, eine große Rolle. Um das Headset wieder aufzuladen, kann das mitgelieferte USB-C-Kabel genutzt werden. Warum das Kabel aber nur 40 cm ist, muss keiner verstehen. Bei vielen Nutzern wird das Kabel nicht mal ausreichen, um sein Headset zum Laden mit dem PC zu verbinden und es auf dem Schreibtisch abzulegen. Am Ende ist das HyperX Cloud 2 Wireless ein kabelloses Headset für Gamer. Die Preis-Leistung ist trotzdem recht gut, denn man findet das Headset oft schon unter 100 Euro auf den jeweiligen Online-Shops. Zusammenfassend kann man aber sagen, das HyperX Cloud 2 Wireless ist ein Allround-Headset mit gutem Klang, einem halbwegs guten Mikrofon, guter Verarbeitung und langer Akkulaufzeit. Ein abschließender Tipp von mir: Die Variante, die ich selbst nutze, ist der Kopfhörer mit einem externen Mikrofon. Abschließend gibt es nicht mehr so viel zu sagen, aber danke fürs Zusehen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr vom HyperX Cloud 2 Wireless hält. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.